Bitte Allah um Rechtleitung. Bitte Allah um Taqwa. Und was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berichtet ein heiligen Hadith von Allah subhanahu wa ta'ala, wo Allah azza wa jal sagt: Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. O meine Diener, ihr seid alle irregehend, außer denen, den ich recht leite. So bittet mich um Rechtleitung und ich werde euch recht leiten. Deswegen bitte Allah um Rechtleitung und du wirst dich ändern. Und du wirst inshallah aus diesem Ramadan rauskommen mit einem Licht. Wenn du nachts durch die Straße gehst, da denken die, da kommt ein Sirenenwagen, hier so ein Rettungswagen mit Blaulicht. So ein Licht hast du inshallah durch diesen Ramadan. Nur die muss man richtig praktizieren, aber wenn man immer denkt, ja, Ramadan ist nur, damit ich weiß, wie die Armen sich fühlen. Ja, dann sagt der eine, ja, okay, ich habe letztes Jahr schon Ramadan gemacht, ich weiß jetzt, wie die Armen sich fühlen. Ich brauche keinen Ramadan mehr. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Alhamdulillah, das nur dazu als kleine Nasiha, weil im Ramadan kann man keine gut schwingen. Im Ramadan muss man einfach die Leute noch mal ein bisschen motivieren. Nicht damit die Leute schlagen, ich meine, damit die Gas geben, Alhamdulillah. Und inshallah, dadurch wird dann alles sehr positiv werden. Inshallah. Weil was ich mir wirklich wünsche, ach, subhanallah, ich war jetzt in der Woche in Berlin gewesen. Boah, wenn du da durch die Straßen gehst, du denkst, du bist in einem arabischen Land. Das Einzige, was fehlt, ist Islam. Das Einzige, was fehlt, ist, ach, dass die Menschen Islam praktizieren. Deswegen, Bruder, wenn wir Muslime anfangen, Islam zu praktizieren, uns vorbildlich benehmen, Bruder, die Nicht-Muslime, also die deutschen Nicht-Muslime, die werden anders auf uns gucken. Glaub mir, wallahi, ach, viele Leute werden den Islam annehmen, nur weil die sehen, wie man sich verhält. Guck mal, das größte islamische Land zur heutigen Zeit, wo ist das? Indonesien. MashaAllah. Gute Geografie aufgepasst. Und dieses Land ist nun mit Dawa erobert worden. Nur mit Dawa, nur mit Aufruf. Die Menschen, subhanallah, wie ist das gekommen? Händler aus Jemen, die sind dorthin gekommen und die haben dort, die haben sich vor dem Islam halt so unislamisch verhalten und dann mit Islam haben sich anders benommen. Die haben gesagt, ey, was ist los mit denen? Warum haben die sich so verändert? Deswegen jetzt, zum Beispiel in Deutschland, in deiner Schulklasse, die kennen dich alle, Leute abgezogen, Leute geschlagen, Freundin oder Freund, a'udhu billah. Und auf einmal, Ramadan ist passiert, Fuad hat sich verändert. Fuad kommt auf einmal mit dem Turban in die Klasse, schaut die Mädchen nicht mehr an, schlägt keinen mehr, zieht keinen mehr ab. Und die sagen, hey Fuad, was mit Fuad passiert? Was ist los? Hey Fuad, was ist mit dir passiert? Du hast dich verändert. Und was sagt Fuad? Alhamdulillah, im Koran steht, dass man den Ramadan richtig nutzen will, dann kommt man als Gottesfürchtiger raus. Ich habe das gemacht. Jetzt, Alhamdulillah, ich will ein reines Leben führen. Und der wird sich sagen, subhanallah, das muss ich auch mal ausprobieren. Nächster Ramadan. Und er wird sich ein Vorbild daran nehmen und er wird sich inshallah ändern. Deswegen, wir müssen uns erstmal verändern, Brüder. Und Schwestern natürlich auch. Wir müssen uns erstmal verändern. Glaub mir. So keiner sagen, ja, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ja, die Leute hier in Deutschland, es gibt so viele Menschen, ach, die haben ein offenes Herz für diese Religion. Glaub mir. Und viele Leute, die heute die größten Islamhasser sind, weißt du, warum die größten Islamhasser sind? Die sind immer, wenn sie vom Schulweg nach Hause gekommen sind, die jetzt gegen Islam arbeiten, die sind immer vom Schulweg nach Hause gekommen und abgezogen worden. Handy her, Uhr her, Schuhe aus, Jacke aus und so weiter. Verstehst du? Klar. Er sagt sich, ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist das für eine Religion? Was ist das? Was ist das für eine Religion? Ich habe gehört, ihr sollt sehr übel aussehen. Inshallah, das ist zum Beispiel auch eine Methode, wie man die Herzen erobern kann. Und das kann nicht unmöglich sein. Subhanallah, wenn der Islam mit Dawah kommt, ist immer nicht aufzuhalten. Ist nie aufzuhalten. Guck mal, wann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, inna fatahna laka fatahan mubina, weil wir haben dir eine deutliche Sieg gebracht, wann? Als die Wege für die Dawah geöffnet wurden.
Der Prophet, ich glaube, das war siebte Jahr nach Hijra gewesen, sechste oder siebte, Sulh Hudaybiyah, der Friedenspakt von Hudaybiyah, wodurch die danach die Dawa verbreiten konnten. Guck mal, Bruder. Siebte Jahr. Das heißt, der Prophet war wie viele Jahre in Mekka gewesen? 13 Jahre. 7 Jahre Medina, das sind insgesamt 20 Jahre von der Botschaft, ja? Innerhalb von 20 Jahren 1400 Leute bei Sulh Hudaybiyah dabei. 1400. Oder 1500, ich weiß es nicht genau. 1400, soweit ich weiß. Guck mal. 2-3 Jahre später, bei der Eroberung von Mekka, wie viel waren es? 10.000 Mann. 3 Jahre später, bei Hajjat al-Wada, wie viele Leute? 100.000 Mann. Guck mal. Achi, wo die Dawa offen war, hat sich der Islam so verbreitet. Das ist die Methode, Achi. Das ist keine Flachserei, das ist Tatsache. Und Allah leitet recht, wen er will. Und was du haben musst, ist, dass du wirklich diese Barmherzigkeit haben musst in deinem Herzen. Dass dir die Menschen leid tun müssen, die nicht in diesem Dalal leben, die ohne Islam leben. Denn wenn du dieses Gefühl hast, glaub mir, Bruder, deine Worte werden akzeptiert. Ja. Wenn du dieses Gefühl hast, dass du die Menschen warnen willst und dass du die Botschaft vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du die rüberbringen willst, glaub mir, Bruder, die Worte gehen ins Herz. Denn ein Wort, was vom Mund kommt, das bleibt in der Luft hängen, geht rechts rein, links raus. Aber ein Wort, was vom Herzen kommt, trifft die Herzen. Deswegen lass dieses Wort vom Herzen kommen. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلٍ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ مُسْلِمِينَ. Welches Wort ist besser als derjenige, der zu Allah ruft und Gutes tut, Rechtschaffenes tut und sagt, ich bin einer der Gottergebenen? Welches Wort ist besser? Antwort: Niemand. Es gibt kein Wort, was besser ist. Deswegen gehöre zu denjenigen, die das beste Wort haben. Und du kannst dazugehören. Alhamdulillah, glaub mir, Bruder, manche Leute, es gibt Leute, die haben in drei